Hallo, ich habe hier eine Liste mit Jugendtrainern. Es ist hier als Tabelle formatiert und ich will als einfaches Beispiel mir für jeden Trainer mal hier die Telefonnummer anzeigen lassen. Jetzt sind hier Vereinsnummern für jeden Trainer vergeben worden und diese Nummern, die machen ja jeden einzelnen Datensatz hier identifizierbar und einzigartig. Und jetzt könnte ich einfach hingehen und hier mit einer ganz normalen S-Verweisfunktion nach dieser Nummer suchen und mir dann anhand der Liste hier die Telefonnummer ausgeben lassen aus der Spalte 8. Das kann man hier machen mit einem Dropdown-Menü. Das Problem an dieser Stelle ist freilich, dass das wenig praktikabel ist, weil man nicht alle Nummern der einzelnen Trainer hier im Kopf hat oder kann diese Nummern nicht mit den Namen verbinden. Da müsste man dann wieder irgendwo eine andere Liste nachschlagen. Kommt also so nicht in Betracht. Einfacher ist es da schon nach dem Namen zu suchen. Da stoßen wir aber hier mit der S-Verweisfunktion oder auch mit der Indexfunktion, mit der einfachen Funktion an Grenzen. Wir sehen, dass hier der Nachname mehrmals auftreten kann. Ich habe hier zweimal Müller, zweimal Schulz drin und die Verweisfunktionen arbeiten ja so, die durchsuchen also hier eine Matrix nach diesem Namen und in der ersten Zeile, wo der Name dann gefunden wird, bekommen wir aus der jeweiligen Spalte dann die dazugehörige Telefonnummer ausgegeben. Wenn wir also hier nun mehrere Müllers oder Schulzes haben, dann funktioniert das hier so nicht mehr. Da brauchen wir also ein zweites Suchkriterium, um einfach die Telefonnummer dann wieder in Verbindung zu bringen mit dem Namen und dem Vornamen in diesem Fall. Ich will also hier zwei Suchkriterien eingeben, den Nachnamen und den Vornamen. Und ich will das hier zeigen anhand der Funktion Index. Da haben wir hier einmal die Indexfunktion mit Matrix und einmal Index mit Bezug. Ich will hier die Telefonnummer ausgegeben haben und markiere mir deshalb diese Spalte. Da ist es jetzt egal, ob wir das Matrix nennen, Matrix als eine Spalte oder Bezug. Ich habe hier nur eine Spalte und das hat auch den Vorteil, dass ich dann hier hinten die Spalte nicht mehr bestimmen muss. Das ist ja hier eh optional. Wenn nur eine Spalte ist, dann nimmt er ja nur diese eine Spalte. Aus dieser Spalte Telefon wollen wir also die Telefonnummer ausgegeben haben, die in der Zeile steht, in der diese beiden Suchkriterien dann gefunden werden. In dem Fall wäre das also dann die Zeile 2 in der Matrix. Und diese Zeile bestimmen wir mit der Funktion Vergleich. Und da müssen wir jetzt also diese Suchkriterien eingeben. Nämlich einmal suchen wir nach dem Nachnamen und mit dem kaufmännischen und verknüpfe ich jetzt das zweite Suchkriterium, nämlich dem Vornamen. Dann müssen wir hier natürlich, wenn wir zwei Suchkriterien haben, auch zwei Suchmatrizen eingeben und der Nachname, der soll natürlich hier in der Spalte Nachname gesucht werden. Verknüpfe das wieder mit dem kaufmännischen und sage das zweite Suchkriterium, der Vorname, natürlich hier in der Spalte Vorname. Dann müssen wir jetzt nur noch hier festlegen, dass wir eine genaue Übereinstimmung haben wollen und dann kann ich hier mit zwei Klammern die Formel abschließen. Wichtig ist jetzt, dass wir diese Formel als Matrixformel schreiben und das machen wir mit der Tastenkombination Steuerung, Umschalt und Enter. Hier sollen also die Spalten und Zeilen sozusagen in einer Schleife durchsucht werden und deshalb hier die Matrix-Schreibweise. Also Steuerung, Umschalt und Enter und wir bekommen hier die Telefonnummer angezeigt für Schulz Thomas. Und wenn ich jetzt hier nach Schulz Jochen suche, dann bekomme ich halt diese Telefonnummer angezeigt, die hier diesen beiden Suchkriterien entspricht. Das Ganze funktioniert auch mit der S-Verweisfunktion. Die möchte ich hier nicht näher erläutern. Die kann man sich hier mal abschreiben und das ausprobieren und selber ein bisschen tüfteln. Ich finde die nicht so gut handelbar, aber das könnt ihr dann mal selber ausprobieren und die Formel einfach mal so übernehmen, wie sie hier drin steht. Ja, okay.